Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Den spielt er gut. Fairer Einsatz hier. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Stocker. Guter Pass, der kommt an. Nils Petersen. Trifft er, ja, drin, Tor. Hier ist sehr schön zu sehen, wie wichtig das Timing beim Zuspiel ist. Genau im richtigen Moment und dann auch noch gut abgeschlossen. Nur noch einer, Buschi. Wer hätte das denn für möglich gehalten? Sie sind hier wieder dran. 2-1, hier ist noch alles drin. Amado. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Nuri Sahin. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut gemacht da draußen. Einwurf jetzt. Auch sowas kann passieren. Der Schiedsrichter fälscht hier den Ball ab. Von Teamgeist ist bei dieser Mannschaft aktuell nicht viel zu spüren. Dabei wissen wir doch alle, wie wichtig der ist. Ja, vielleicht sollte der Trainer da einige seiner Entscheidungen noch mal überdenken, damit diese Chemie wieder stimmt. Gebre Selassie. Er hat momentan etwas Probleme, sich in die Mannschaft einzufügen. Ja, das ist auffällig. Er ist nicht richtig drin im Team, wirkt fast deplatziert. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und den Ball hat er sich geholt. Wird's jetzt gefährlich. Klasse Tackling. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jetzt liegt ein berechtigter Freistoß. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Mano. Martial. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ah, das könnte es sein. Und das gibt Eckball. Schöne! Den Ball kann er mit dem Kopf klären. Gebre Selassie. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Hier kommt die Statistik zum Ballbesitz. Alles sehr ausgeglichen, da nehmen sie sich nichts. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut aufgepasst. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Schöne. Den Ball spielt er raus. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Seine Pässe kommen heute richtig gut an.
gibt's jetzt die Gelegenheit. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und jetzt die Chance. Brillant gemacht. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Jetzt steht es unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. Das könnte gefährlich werden. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Schöne. Der Ball kommt gut. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Kleber. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Schöne. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt kommt der Schuss. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss, das Ding müssen sie gewinnen. Wenn es so etwas gibt, war das der perfekte Zeitpunkt für diesen Treffer. Und das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Brooks. Gorka. Gebre Selassie. Ein enges Ergebnis heute und eine spannende Partie. 3:2 geht das Spiel am Ende aus. Mit dem Sieg heute ist das Thema Abstieg für Sie schon mal keins mehr. Und das haben Sie sich verdient. Das war eine richtig starke Leistung. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also